Welcome back into the jungle. Nachdem wir das letzte Mal hier aufgehört haben in MS Boat Anne, gehen wir jetzt wieder weiter zum nächsten Part von Pokémon. Und mal gucken, was es jetzt hier wieder so gibt. Wir haben ja im Bötchen aufgehört. Auf Albatros habe ich nicht so viel Pokémon gesehen. Das ist ungefähr sowas. Ein Relaxo. Sehr schön. Das haben wir nämlich schon mal gesehen. Noch nicht gesehen. Das müssen wir nämlich mit der Pokéflöte aufwecken. So. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Ja, das ist natürlich wieder ein Angler. Und eben gerade habe ich schon den anderen Part gerendert und geschnitten. Beziehungsweise den Sound habe ich geschnitten. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer, den Sound zu schneiden. Weil wir natürlich richtig blöd sind. Oder ich bin richtig blöd. Denn man hört jedes Mal mein Atmen. Das muss ich natürlich immer rausschneiden, weil das echt nervig ist. Und man hört auch immer dieses. Und das Schlucken hört man natürlich auch. Also von daher müssen wir da echt aufpassen. Oder ich muss aufpassen, muss den Kack immer rausschneiden. Das ist halt echt nervig. Naja, egal. Je mehr ich rede, desto weniger muss ich auch die ganze Zeit so blöd atmen. Und dann hört man das natürlich auch nicht so blöd. Und deswegen, Freunde, ist das so. Was will ich eigentlich von euch? Nichts. Halt einfach die Fresse, Julian. Halt die Fresse, Alter. Es hat keine Wirkung auf sich selbst. Oh, es hat uns selber verletzt. Kacke. Wir sind immer noch verwirrt. Aber wir aktivieren den Blubstrahl trotzdem. Naja, das schaffen wir hier. Logger. Logger Floggy. Wir sind zwar gleich am Arsch, aber naja. Mal gucken. Nach einem Pokémon haben wir einen Goldini. Wir möchten kein Pokémon wechseln. Ein Blubstrahl können wir noch aktivieren. So. Ein Rudenschlag. Ein Rotenschlag. Ash besiegt Angler. Tschüss. Dann machen wir noch den Platt hier, den Gentleman wieder. Der gute alte Gentleman. Den Part muss ich jetzt weniger reden, denn mir ist aufgefallen, wenn ich die ganze Zeit anfange mit Reden und dann wieder aufhöre, mache ich ja dieses komische Atmen. Und dann ist es für mich schwerer auf jeden Fall, das Ganze zu schneiden, weil ich muss immer die Zwischenfrequenzen muss ich immer rausschneiden oder leise machen oder also verringern den Ton, deswegen. Wir haben den Gentleman besiegt. Ah, da fühlt man sich mal gleich jünger. Klar, wenn man besiegt wird oder was. Wieder ein Top-Äther. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen Angst. Wir gehen erstmal aus dem Boot hinaus. Weil, wenn wir jetzt hier, wir werden uns erstmal heilen. Ich weiß nämlich, dass hier Gary kommt. Ich weiß auch, dass hier irgendwie Team Rocket oder sowas ähnliches kommt. Oder die Sivko. Ist ja die Silvko. Deswegen werden wir jetzt erst nochmal schnell ins Pokécenter laufen. Das schöne Wasser. Yo, Bitch, motherfucking Bitch, welcome in the Pokécenter, Bitch. Wir benötigen nur deine Pokémon. Nur deine Pokémon benötigen wir. Juhu, ich komme wieder zurück. Oh, habt ihr das gehört? Klar, hab ich ein Bootsticket. Habt ihr das gehört? Da will eine Katze hinein. Will eine Katze hinein. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Ne, da müssen wir nicht rein. Wir wollten ja jetzt hier weitermachen. Hier waren wir, glaube ich. Jo.
Ach, da sind wieder nur irgendwelche Leute, die was labern. Da haben wir wieder ein paar Pokebälle. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Ich mag natürlich lieber seltene Pokémon. Mal gucken, was der Jutemann so hat. Ein Fukano, der ist natürlich nicht selten. Den müssten wir im Kraftwerk finden. Na, schau mal, Lagerplatti, Lagerflogi vom Hogge. Ein Ponyda. Wow, die ist ja schön, wow. Können wir natürlich später gegen ein Habitak tauschen. Aber die machen wir mit einem Schlagblatt. Wo ist die Party? Hier ist die Party. Welcome to the Party. Ich bin eine Kerle. So, du kleine Maus. Level 30, jetzt wird es nämlich eng. Wir können nur bis Level 30 unser Stilock eigentlich. Dann gehorcht er uns. Und danach wird es kritisch. Danach wird es wirklich kritisch. Aber solange er uns noch gehorcht, ist er gut. Wir fangen fette... Oh, ein Sonnebonbon und fette Pokémons. Fette Kohle holen wir uns hier. Der will wieder nix. Die wollen auch nix. Gerdi. Sieh an, Ash. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Ash, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Mal sehen, Gerdi. Also ich habe 3 Pokémon gefangen. Ein Tauboga. Taubsi, Tauboga, Taubos. Oh. Den machen wir natürlich platt, ey. Guck dir den mal an hier. Level 19, was ist das denn? Sandwirbel. Ruckzuckhieb. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Den machen wir so platt. Radikal. Ja, wir möchten kein Pokémon ändern. Nee, 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 nee. Den machen wir mit einem Blubstrahlblatt. Da ist er, der kleine Radikal. Abracadabra Simsalabim. Das ist natürlich auch lustig, ne? Genauso wie Arbok oder Rettern. Natte und Arbok. Cobra heißt, genau. Cobra war's. Cobra und eine Natte. Rückwärts natürlich. Heißt Arbok und Rettern. Ein Bieseknusp. Hallo Bieseknusp. Machen wir mal einen fetten Biss. Joa. Egelsamen. Zu damit sie wieder besamen hier, der gute Mann. Bepflanzen. Flup. Ranki. Au. Der ist natürlich sehr, sehr stark. Aber wir machen ein Blatt. Nehmen wir mal den Blatt. Schillock wird wahrscheinlich... Okay, gut. Kein Level erreichen. Weiteres Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Moin. Harry, 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Bis zum Kurzen. Buah, manche Dinge macht man besser nicht. Ja, der reingekurzt. Raps, es geht mir gar nicht gut. Raps. Ash massiert dem Captain den Rücken. Okay, Rubbelschrubb. Ah, ich danke dir. Es geht mir viel besser. Möchtest du mit Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's, nimm's hier einfach. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit Zerschneider ganz leicht bei. VM 1 erhalten.
Ja, danke. Bro. Bro for ho. Da haben wir natürlich jetzt Zerschneider, die VM gekriegt. Können wir nur... Ich glaube, können wir nur einmal geben? Weiß nicht. Kommt hier nochmal was? Aber wir haben auf jeden Fall alles. Ja, hier kommen wir nochmal irgendwo hin. Oh, hier gibt's nochmal was. Ahoi Simon, bist du seekrank? Nee, bin ich nicht. Müssen wir mal gucken, wen wir dem das beibringen oder ob wir nochmal ein neues Pokémon fangen. Das wäre nämlich sehr super. Da haben wir nämlich gleich den Zerschneider gelernt, irgendein Pokémon, und können in der nächsten Folge die dritte Arena machen. Oh, jetzt gehorcht er uns vielleicht nicht mehr. Da muss ich aufpassen. Panzerschutz zu lernen. Ach, so ein Rotz brauchen wir nicht. Soll eine andere Attacke? Nein. Panzerschutz. Ach, das ist blöd hier. Hier ist mal wegklickt. Soll eine Attacke? Nein. Ja. Shilock hat Panzerschutz nicht gelernt. So. Machen wir einfach mal bis hier. Solange er uns noch gehorcht, ne? Ist ganz gut. Ash besiegt Madrose. Haben wir den auch. Du hast Glück gehabt. War das nur der hier? Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt unseren VM gekriegt, und zwar Zerschneider. Ich glaube, war es VM oder TM, die man nur einmal verwenden kann? Ich glaube, VM kann man je immer beibringen, oder war das TM? Was haben wir denn hier noch? Ach, keine Ahnung, egal. Weiter geht's. Into the next city of the station. Wir können nämlich jetzt jemanden Zerschneider beibringen, und jetzt muss das Boot eigentlich wegfahren. Mach's gut. So, jetzt können wir natürlich nicht mehr da rein. Das Bootsticket können wir dann eigentlich auch wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Wir werden uns jetzt hier erstmal ein Pokémon hier oben fangen. Ich würde sagen, wir tauschen das Ganze mal mit unserem Tauboga. Und werden mal gucken, was für ein schönes Pokémon hier oben haben. So, hier geht's nicht lang. Und auch gleich schon. Erste Pokémon gefunden. Ein Mauzi. Oh, das ist süß. Das nehmen wir. Das fangen wir uns. Hoffentlich zockt er jetzt nicht so viel ab. Ach, scheiße. Okay. Den haben wir platt gemacht, den Kollegen. Jetzt dauert das wieder hier so ewig. Oh, da ist hier noch einer. Noch ein Kollege. Da haben wir eins. Ein Mauzi. Ja, das können wir uns holen. Ich glaube, hier an der Straße gibt es nur Mauzis. Super. So geht das. Da können wir es nämlich dann fangen. Pokéball haben wir 5 Stück. Fangen wir das uns einfach mal. Wunderbar. Mauzi wurde gefangen. Möchten Sie Mauzi einen Spitznamen geben? Nein, wir möchten Mauzi keinen Spitznamen geben. Eine Katze, 0,4 Meter groß, 4,2 Kilo schwer. So. Jetzt haben wir einen Mauzi. Ich weiß gar nicht, ob der Zerschneider kann. Ich glaube, VM kann man jedem geben. Okay, keiner kann Zerschneider, das ist super. Keiner kann Zerschneider lernen. Dann versuchen wir einfach mal unser Glück hier hinten. Im Gebüsch.
Boah, ein Traumado. Das ist ja wie bei Pokémon Go hier gerade. Pokémon Go. Pokémon Go. So ein hässliches Traumado will ich nicht haben. Das ist mir zu hässlich. Wieder ein Traumado. Jetzt kommt die Traumado-Straße. Die Traumato-Straße. Aber wenigstens können wir dabei unser... Ach, kacke. Unser Taubsi dabei leveln. So, Taub. Erreicht Level 23. Ist top. Wo bin ich denn überhaupt? Karte. Die Route 11. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Das ist schon ewig. Oh. Wieder so ein hässliches Traumato, ey. Schon ewig nicht mehr gehabt. Ewig nicht mehr gespielt hier. Dann werden wir mal den Opa da einfach mal platt machen. Weil ich glaube, hier kommen nur Traumatos. Versuche dein Glück gegen mich. Ich habe immer Glück, mein lieber Freund. Was ist das? Ein Puppensammler? Ein Spieler? Du bist auch ein Spieler. Ja. Ein Spieler. Mal den Kollegen Aublatt Hypnose. Oh, jetzt schlafen wir. Das Blubber zockt uns zum Glück nicht viel. Unser Taubboger ist aufgewacht. Ruckzuckpiep, 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 ja. Mal ein Blatt. Den Kollegen. Dann hat er noch einen an Sepe. Aber wie gesagt, wenigstens können wir unser Taubboger dabei jetzt leveln. Und dann sollte das auch passen. So. Haben auch Blatt gemacht. Geil. 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 Da gibt es wenigstens Fettkohle bei dem. Ja. So, nachdem wir jetzt hier aufhören, also ich würde sagen, was ist das nochmal für eine Höhle? Dickdas Höhle, da kommen wir auch irgendwo raus. Aber ich würde sagen, ich lese mir das Ganze nochmal durch, wo wir jetzt hier genau sind. Route 11 waren wir, glaube ich. Wo es genau nochmal lang geht, da muss ich nämlich nochmal gucken. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Pokémon. Wir haben 6 Pokémon im Pokédex gefunden, 2 Orden haben wir, 3 Stunden, 39 Minuten gespielt. Ich danke fürs Zuschauen, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da oder sonstiges. Ich würde mich freuen, lasst vielleicht auch einen Kommentar für die Kritik da oder sowas. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Blaue Edition. Haut rein, Freunde, einen schönen Sonntag noch, bis dahin. Tschüssi.